Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute hat das Needful Things Paket bei mir mal wieder Halt gemacht. Es ist ein Monsterpaket. Ich bin echt beeindruckt, dass alle Mädels das ja so zur Post gebracht haben. Ich beneide keinen Postzusteller, der dieses Paket durch die Welt sozusagen tragen musste. Also wirklich Hut ab an alle, die dieses schwere Monster hier ja zu uns und auch von uns weggebracht haben. Was ist das Needful Things Paket? Das ist ein Wanderpaket mit lauter nützlichen, schönen Dingen, die in einer abgesteckten Runde immer von einem zum anderen wandert. Und ja, ich bin dieses Mal sogar der Joker. Das heißt, ich darf eigentlich alles rausnehmen und muss nichts reintun. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze schaffe, aber ich glaube, dem Paket tut es nicht schlecht, wenn mal jemand mehr raustut als reinlegt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Anfang. Ich packe euch alle lieben Mädels unten in die Infobox, sowohl die mit YouTube als auch die mit Instagram. Schaut da super gerne mal vorbei, verfolgt das Paket auch sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, ich bin hier auf jeden Fall sehr gespannt. Mein Kater, den ihr jetzt nicht seht, der turnt hier auch schon wieder oben rum und denkt sich, was könnte da Spannendes für ihn dabei sein? Ich würde sagen, vermutlich nichts. Deswegen setzen wir ihn mal, hui, aus dem Paket wieder raus und fangen an mit unserem Notizbüchlein. Hier schreiben wir uns Grüße rein oder auch mal, wenn es spezielle Dinge in irgendeiner Art und Weise gibt, um das zu kommunizieren, was wir nicht in unserer WhatsApp-Gruppe machen. Da schaue ich auf jeden Fall später in Ruhe rein. Ja, dann ist eine DVD für mich dabei, und zwar Pretty Little Liars. Da hat die liebe Anka so ein bisschen geschwärmt und mich neugierig gemacht. Und ich bin ja immer wieder auf der Suche nach guten Serien und ja, freue mich darüber, auf jeden Fall mir das jetzt mal auszuleihen. Dann haben wir hier ein KitKat Hazelnuss in Mini. Kenne ich tatsächlich nicht. Ist aber wahrscheinlich eher nichts für mich, da nicht vegan. Von daher wird das auf jeden Fall weiter wandern. Oh mein Gott, ich verstehe, was die Mädels hier sagen mit Chaos on Chaos. Also hier haben wir irgendwas mit Gläsern. Ein Lufterfrischer mit Paradise Feeling. Also ich mag die Lufterfrischer von Denk mit immer ganz gerne. Ich werde dann, glaube ich, noch mal einen Hauch dran nehmen. Und also man kann das jetzt glauben oder nicht, aber tatsächlich steht auf meinem Einkaufszettel für DM, wo ich morgen, übermorgen hingehen werde, dass ich einen Lufterfrischer für die Toilette brauche. Ja, als wüssten meine Mädels, was mir gerade ausgegangen ist. Dann haben wir hier ein kleines Apfelkuchen-Gewürzzucker. Aha, das finde ich ja super spannend. Also ist eine sehr kleine Dose. Jetzt bin ich nicht der größte Apfelkuchen-Fan, aber so ein Gewürz, vielleicht auch mal über so eine Art Pfannkuchen oder sowas, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da gucke ich mir auf jeden Fall nochmal die Inhaltsstoffe an. Das geht ja schon gut los, oder? ja, das habe ich bei der lieben Anka schon gesehen. Und zwar Trackle Moon Ginger Morning. Und das ist eigentlich so mein Frühlings-Sommer-Duschgel. Das liebe ich wahnsinnig. Und ich glaube, das bleibt bei mir. Ich glaube, in meinem aktuellen Duschgel ist da nur noch so, vielleicht so zwei Finger breit drin. Und der nächste Frühlings-Sommer kommt bestimmt. Ich pack's mal auf vielleicht. Ich möchte ja das Paket nicht zur Gänze ausrauben und gucke dann einfach mal, ja, was dann am Ende vielleicht sinnvoll ist oder auch weiter wandern kann. Ich glaube, das ist eine CD, die kommt von mir zurück. Genau, von David Safir, plötzlich Shakespeare. Das ist etwas, was zu mir zurückkommt. Dann haben wir hier ein Coloring Book. Ja, das ist ja auch so ein bisschen bei uns jetzt angekommen. Die liebe Anke hat uns, glaube ich, alle angefixt. Ich muss aber sagen, dass mir das zu kleinteilig ist. Da bin ich ein bisschen zu ungeduldig. Dementsprechend eher nichts für mich. Dann mein Einmachglück, ein Journal für Rezepte und Notizen. Notizen rund ums Einkochen. Also ich koche tatsächlich, also ich habe mich, glaube ich, einmal an Erdbeer und einmal an Hagebutte Marmelade versucht. Es war nur Semi-Erfolg. Daher darf dieses schöne, trotzdem sehr schöne Journal weiter wandern. Oh mein Gott, was kommt hier? Lieblingsrezepte, die immer schmecken. Oh. Okay, das war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Hier sind noch weitere kleine KitKat drin. Oh mein Gott, die waren natürlich echt fies drin. Also wir haben hier so ein Regelbuch,
so ein Ringbuch, da stecken die drin sozusagen beim Herausheben. Ja, wir haben hier unterschiedliche Kategorien, luftig, leicht, süße Sache, lecker, deftig, Grünzeug, Suppenliebe. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Mensch mehr, der irgendwie Kochbücher oder so verwendet. Ich habe die eigentlich alle digital und ja, also benutze das tatsächlich nicht, außer meine HelloFresh-Rezepte und da ist das hier leider zu klein. Aber eine sehr, sehr coole Idee. Dann war hier drin, in der Brühe liegt die Kraft, Rezepte mit dem Zen-Faktor. Ein richtig cooles Büchlein, wahrscheinlich mit verschiedenen ja, Brührezepten, aber ich sehe hier schon Hühnerbrühe, Rinderbrühe, also eher nichts für mich, aber ich glaube, der Winter eignet sich doch ganz gut für eine Brühe. Dann ein super süßer Kochlöffel. Ich finde, er passt gerade zu diesem Kochthema sehr gut, aber eher nicht meins. Dann, was haben wir hier? Aprikot. Eine Beauty Bag, also optisch sehr schön mit dem Kord. Aber ich bin ehrlich, ich habe so viele und so viel verreiße ich gar nicht, dass ich die benutzen könnte. Von daher, ja, darf das weiterwandern. Hier drin sind wahrscheinlich ein paar Leseproben, vermute ich mal. Karten. Ach nein, ganz andere Dinge. Oh, okay. Ah, da ist die, das sind die schönen Karten, ich glaube von Esther drin. Und die eine hat mich schon angelächelt, als Anka sie gezeigt hat. Have a chosen day. Und ich bin ja ein großer Hai-Freund. Die Karte wird wohl bei mir bleiben. Die ruft förmlich Steffi. Die darf hier auf jeden Fall einen schönen Platz gewinnen. Dann haben wir hier Meerjungfrauen, auch sehr schön. Und einen Meerjungmann natürlich. Dann, ja, auch super süß mit den Fischen. Gefällt mir auch gut. Und No Prob Lama. Oh, das finde ich sehr schön. Ich glaube, das wäre was für meine Badtür. Das finde ich echt cool, das so hingehangen. No problema. Ich glaube, da greife ich zu. Und das darf vermutlich auch bleiben. Dann haben wir hier auch ganz schön so Clear Stamps, also Stempel, die so klar sind, damit sie eben in der Mitte auch klar bleiben, man noch was reinkleben, schreiben kann. Finde ich ganz schön, aber ich habe tatsächlich wahnsinnig viele Stempel, die ich jetzt die letzten eineinhalb Jahre, seitdem ich mein Bullet Journal nicht mehr so verwende, gar nicht mehr nutze. Dementsprechend darf das weiter wandern. Ich weiß gar nicht, wo anfangen soll. Ich habe hier eine DVD. Die Knochenjäger mit Denzel Washington und Angelina Jolie. Ich bin ein großer Denzel Washington-Fan, kenne diesen Film aber nicht, weil ich überhaupt kein Fan von Angelina Jolie bin. Ich kann mit ihr leider gar nichts anfangen. Dementsprechend darf der Film weiter wandern. Ah, hier kommen, ich weiß gar nicht, wo fange ich an? Mit dem Karton fange ich an. Auch übrigens ein sehr süßer Karton. Geht der auf? Stelle ich mich gerade blöd an, vermutlich. Es liegt nur mir. Ah, das ist die düftelige Box. Was haben wir hier? Hoppala. Assorted Sea Glass. Glas. Oh, nee. Ist leider kein Duft für mich. Der gefällt mir leider nicht. Dann haben wir von Scentsy Salted Bergamot Breeze. Das könnt ihr tatsächlich gar nicht. Nee. Ich glaube, ich mag dieses Salzige in dem Fall hier alles nicht so richtig. Scentsy Calming Woods. Bin ja nicht ganz so in dem Scentsy-Game drin. Aber der gefällt mir gut. Der hat so was holzig-weiches. Es sind noch 30 Stückchen drin. Ich lege die mal auf vielleicht. Der gefällt mir gut. Dann Sandalwood und Lotus. Ah, nee. Ach, also das ist auch überhaupt nicht mein Duft. Oh, nee, gefällt mir nicht. Dann von Mrs. Curlywax, Zeit für dich, so ein kleines blaues. Nee, das hat mir zu sehr Duschgel-Vibes und in meine Räume passt überall kein Duschgel. Dann Holly and Ivy Milk House Candle. Es ist aber Sojamilch, okay. Ich bin sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Art Duft. Aber irgendwas ist da drin, was sich irgendwie ein bisschen, was irgendwie nicht passt. Also wie wenn man 3-4 Komponenten hätte und der Anfang passt perfekt, dann kommt irgendwie was durch. Da ist irgendwas, ist das irgendwie ein Eukalyptus? Ah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, so beim zweiten, dritten Schnupper war es nicht ganz. Und da kommt ein Duft zu mir zurück. Und dann haben wir hier noch weitere Karten. Und zwar einen Tee in London. Und etwas Düsteres. Ja, nicht ganz so meins. So vom Stil her. Und was haben wir jetzt hier? Das sind dann wahrscheinlich die Lesezeichen. Das ist irgendwie verschlossen.
Geheimnisse. Geht hier geheime Post in der Mädelstruppe rum? Nein, also es sind tatsächlich einfach Lesezeichen, Postkarten. Ja, ich glaube, das kann man sich dann einfach mal in Ruhe anschauen. Was sitzt du im Baum und heulst? Was sitzt im Baum und heult? Die Heule. Oh. Ja, damit sowas kriegt man mich. Auch sehr schön. Ja, also ich glaube tatsächlich Lesezeichen. Ich glaube, man sieht es nicht. Es ist ein bisschen weiter oben. Habe ich tatsächlich auch mehr als genug. Ich kaufe mir jedes Mal in der Buchhandlung gefühlt ein neues. Was es nicht wirklich besser macht. Aber ich weiß gar nicht, passen hier die auch mit rein? Ja, doch, sehr gut. Genau. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Ordnung machen. Dann geht es weiter mit einem Täschchen. Was haben wir hier? Hier kommt, glaube ich, was zu essen. Und zwar einmal mein süßer Reismoment Apfel-Zimt. Bio-vegan. Kenne ich tatsächlich nicht. Wird ausprobiert. Also ich bin ein recht großer Milchreis-Fan. Von daher, das würde ich gern ausprobieren. Ahoi-Brause. Kriegt man mich tatsächlich nicht. Bin auch kein großer Mentos-Fan. Forrest Gump. Das sind Kaugummi. Die esse ich tatsächlich auch selbst. Da habe ich mir aber kurz vor meinem Urlaub 5 oder 6 Packungen gekauft. Dementsprechend kann ich die nur empfehlen, weil die tatsächlich auch plastikfrei und alles sind. Und ja, dann kommen ein paar Teeproben. Ja, das kann man mal so sich dann in Ruhe noch mit anschauen. Da würde ich jetzt vielleicht auch die KitKat so mit einpacken. So vom Gefühl ist das ja auch irgendwie was zu naschen. Habe ich alle erwischt? Nein. So, aber die packe ich hier mit ein. Dann sind die auch sicher mit drin. Oh, jetzt geht's hier los. Hier ist was Weiches. So ein Beutel. Es wirkt ein bisschen. Ah ja, es ist Wolle. Ich bin leider weder Stricker noch Häkler noch. Ja, ich werde mich demnächst mal, glaube ich, im Häkeln versuchen, so einer Häkelpuppe. Aber Wolle ist nicht so meins. Dann geht hier ein weiteres Täschchen. Ist auch echt toll verpackt. Also, Mädels, das habt ihr echt super gemacht. Was haben wir hier? Ah, wir haben ein paar Stifte. Ja, wir sehen, dass wir jetzt in der Malgruppe angekommen sind. Das finde ich total cool. Wie sich auch so Interessen dann ändern können. Ne? Also zum einen haben wir Haarspangen. Also zum einen zu dunkel und zum anderen brauche ich tatsächlich keine. Dann 2 Nagellacke. Na, den finde ich so Neon-Pastell. Aber ich glaube, der könnte recht wurstig irgendwie aussehen. Und auch noch einen etwas helleren. Aber ich glaube, da bin ich auch gut eingedeckt. Dann haben wir hier ein Parfüm. 30 Sticks Tan Giodelia Zen. Was könnte das sein? Räucherstäbchen. Räucherstäbchen bin ich raus. Da vertrage ich den Rauch nicht. Dann haben wir hier 2 Lippen. Lip Liner von Essence. Die mag ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich glaube tatsächlich, dass der hellere. Ja, dass der meinen Namen ruft. Mag ich tatsächlich sehr gerne. Auch um einfach mal die Lippen ganz auszumalen und dann nur ein Gloss drauf zu machen. Sagt sie und hat heute natürlich nichts drauf. Dann sind ein paar Stifte dabei. Finde ich grundsätzlich sehr cool. Aber ich glaube, Stifte habe ich in dieser Art auch genug. Aber eine sehr coole Mischung. Sehr cool gemacht. Dann. Es überfordert mich. Mädels, ihr überfordert mich. Hier haben wir auch wieder eine Tüte. Und gucken mal, was da drin ist. Also es ist auch wirklich super verpackt. Ich packe das mal aus. Und wir starten mit einem Coconut Drink. Coconut Drinks finde ich tatsächlich richtig cool. Original Kokosnusswasser ist tatsächlich auch was für meinen Hund. Das mochte er im Sommer sehr gerne. Ich glaube, das werde ich mal behalten. Das klingt auf jeden Fall lecker. Dann haben wir ein El Oregano Montano Beso Gercan, ich spreche kein Italienisch, also auf jeden Fall ein Gewürz, weiß jetzt aber nicht so richtig, was mit anzufangen. Dann feinste Schokoladen-Makronen-Dessert, wohl auch eher nichts für mich. Dann haben wir hier noch eine große Packung Tee. Was haben wir für Tee? Bio Leisa. Der ist auch nochmal verpackt. Da habe ich fast Angst. Ist der vielleicht aufgegangen? Bröselst du mir jetzt hier den Kräutertee? Nein, nur vorsorglich. Was ist das denn? Aus dem biosphärischen Schwäbischen Alb? Was haben wir denn da? Was ist das für Tee? Kochzeit? 25 bis 30 Minuten. Getreidekörner oder Steinchen enthalten. Was ist das? Elblatt Bio-Leise. Ach, das ist gar kein Tee. Das ist was zu essen vermutlich, oder? Hilfe, was ist das?
Päckchen? Sind das Linsen? Elbler Linsen. Das ist ja spannend, was es alles gibt. Ja, tatsächlich bin ich kein so großer Linsenfan. Muss ich schon einen besonderen Tag haben, um die zu essen. Dementsprechend darf das weiter wandern. Aber grundsätzlich eine coole Idee, hier was Regionales einzupacken. Weiter geht es mit einer kleinen Karton-Noché. Das scheint Schmuck zu sein. Ah, okay. Haben wir hier eine Kette? Hier haben wir auch noch einen Anhänger. So, okay. Weil es mit Schmuck bin ich tatsächlich eigentlich auch, also heute, weil ich spontan Video drehe, eigentlich auch gut bedacht. Und dann haben wir hier noch eine Klammer mit einer Rose dran. Ja, also nicht ganz so meins, aber so, ich packe das einfach wieder sorgfältig ein. Dann haben wir hier hinten noch was zu essen. Eine griechische Delikatesse. Ich spreche natürlich jetzt auch kein Griechisch. Was haben wir hier denn? Peanut, Zitrik, May. Also klingt auf jeden Fall. Ich kenne das auch gar nicht irgendwie aus einem griechischen Laden. Aber ich ja, bin ja mit Süßigkeiten tatsächlich ein bisschen eigen. Finde ich aber tatsächlich gar nicht so unspannend. Aber ich glaube, das darf weiter wandern. Puh, dann eine Tasche. Nächte durchlesen mit Literaturschock. Also sehr cool, eine große Beuteltasche, wo definitiv viele Bücher reinpassen würden. Aber auch bei Taschen muss ich mich sehr zurückhalten. Ich habe mir nämlich letztens erst eine mit Gilmore Girl Motiv gekauft. Von daher, ja. Zeit für Chai. Na, das klingt doch. Chai-Tee klingt auf jeden Fall für Steffi. Bio-Gewürztee, exotisch mit Zimt, Orange, Zicherienwurzel, Ingwer. Ja, bin ich dabei. Klingt nach einem Tee für mich. So. Ja, da liegt eine Serviette. Was haben wir hier noch? Nochmal einen kleinen Beutel. Also Mädels, wie ihr das eingepackt habt, wirklich großes Kino. Echt der Hammer. Also wirklich vorsorglich alles schön verpackt. Hier haben wir einen Button. Einen Button. Bin ich jetzt tatsächlich nicht so der Nutzer. Und dann haben wir hier scheinbar noch so ein bisschen was Beauty-mäßiges. Und zwar Knotenlöser. Ja, also man sieht, Steffi hat nicht viel zum Lösen. Und was haben wir noch? Eine Maske, eine Wintermaske. Also ich benutze Haarmasken, weil ich wirklich sehr trockenes Haar habe. Aber ich bin da ja so ein bisschen bei dieser Curly-Hair-Methode. Also auch ohne Silikone und so weiter. Von daher lasse ich das mal weiterziehen. So, dann darf das auch zugemacht werden. Also wir sind noch nie mal gefühlt bei der Hälfte angekommen. Es ist echt der Wahnsinn. Es geht weiter mit Essen, Baklava. Da habe ich mich, glaube ich, mal übergegessen in dem Urlaub. Aber definitiv eine coole Sache. Dann oh, haben wir. Oh, was kommt hier? Dachte ich gerade, das Paket lügt sich auf. Was ist das? Ein Needles, wie ein Knitters. Zum Stricken? Sind das Stricknadel? Oh mein Gott. Mädels, ihr seid doch verrückt. Tatsächlich, es scheinen, ohne es zu wissen, Stricknadeln zu sein. Oder sowas in Ähnliches. Okay. Also gar nicht meine Welt. Aber ich finde das cool. Lasst uns ein neues gemeinsames Hobby anfangen. Lasst uns stricken. Ja, also ohne dass ich jemanden dabei ersteche, es könnte eher problematisch werden. Ja, dann kommen wir hier zu ein bisschen Beauty-Kram. Kopfhaut-Peeling. Habe ich leider keine guten Erfahrungen mitgemacht. Eine Haarfarbe. Ja, ich bin ja aktuell dabei, meine Naturhaarfarbe, mein Grau, rauswachsen zu lassen. Dementsprechend, deswegen sieht das auch so zottelig aus. Wundert euch nicht, es wird demnächst wieder besser. So, dann haben wir ein Haartreatment. Das ist direkt so ein Turban mit einer Maske. Das kann sehr gut funktionieren, aber ganz so viel Pflege brauche ich gerade nicht. Dann haben wir hier die Haarfarbe. Finde ich aber eine coole Idee, gerade wenn man vielleicht die Farbe gerade selbst nicht mehr braucht. Dann eine Black Cherry Body Scrub. Bin leider gar kein Peeling-Mensch mehr. Ich mache das alles mit mit meiner Bürste. Das ist was für mich. Von Balea Cream to Oil Peeling. Hier ist Milchsäure enthalten, also eben ein Peeling, ein chemisches Peeling fürs Gesicht. Und das verwende ich tatsächlich auch. Und ja, da darf die nächste Packung gerne einfach bei mir bleiben. Das ist ja schön. Ihr erspart mir fast den Einkauf in den DM. Das freut mich wirklich sehr. Ich schicke euch demnächst einfach mal meinen DM-Zettel. Dann so,
So, jetzt kommen, habe ich die große Aufgabe, hier kommen lauter so kleine Verpackungssachen und mein Kater denkt gerade, juhu, ich bin im Paradies. Ah, hier klimpert etwas. Schatzi, meinst du, das ist für dich? Meinst du, das ist was für die Katze drin? Na, das könnte dann durchaus sein. Ah, guck mal. Ah ja. Was ist schöner? Blau, pink? Kater ist überfordert. Komm. So, eins bleibt auf jeden Fall hier. Das zweite darf weiter wandern. Gibt ja noch andere Leute mit Katzen. Dann haben wir eine Kuchenglasur. Wie er das gewusst hat, dass da was drin ist. Und kleine Notizbüchlein. Ach, die sehen optisch schon echt schön aus. Auch eine schöne Größe. Ich nutze ja solche Größen sehr gerne für Audionotizen von Freunden. Aber liniert ist leider nicht so meins. Dementsprechend ja, darf das weiterziehen. Aber ein Balli haben wir behalten. Sam ist hier gerade schon mehr als beschäftigt. Und es geht immer noch weiter. Oh mein Gott, ist das verrückt. Hier kommt scheinbar ein Duftglas. Ah ja, tatsächlich. Duftkerze Candy Store. Ach, boah. Ach, ist die süß. Ach, nee, das ist tatsächlich nichts. Habe ich tatsächlich, ist das Profissimo, ist ja aber eigentlich auch DM. Ist mir tatsächlich noch gar nicht so bewusst über den Weg gelaufen. Laufe ich da an der Kerzenabteilung immer vorbei? Also ich weiß, dass es da Duftkerzen gibt, aber so im Glas finde ich das tatsächlich spannend. Und jetzt schmeißt hier Frauchen mit diesen Reisdingern um sich. Schatzi, du musst hier, geh mal wieder zu deinem Balli. Hier ist nichts mehr für dich drin. Hopp, hopp, ab. So. Und dann kommt ein kleines Paket für Sophie. Das packen wir dann natürlich wieder ein. Jetzt muss ich hier mal wühlen. Leute, das ist echt irre. Tote frieren nicht. Ein Hidden Games. Ah, das habe ich bei Anka gesehen. Das ist so ein Escape Room Spiel. So ein Krimi-Dinner. Das darf aber auf jeden Fall weiterziehen. So, weiter geht's. Ich vermute mal, dass das jetzt hier alles irgendwie Bücher sind, die hier eingepackt sind und auch Mangas. Oh, mit Mangas kriegt man mich ja gefühlt tatsächlich zurzeit. Mal gucken. Ranma finde ich jetzt optisch nicht ganz so ansprechend. Oh, aber das sieht auf jeden Fall schön aus. Ran an die graue Welt. Das waren so Leseproben tatsächlich. Da war ich auch beim Manga Day und habe mir auch welche mitgenommen. Mit einer jungen Hexe, die endlich erwachsen sein möchte. Ich glaube, die Probe darf bei mir bleiben. Und Dorf vor dem letzten Dungeon. Das Landei aus dem Dorf. Ach, ich glaube, das habe ich mir als Probe sogar mitgenommen. Das kann also weiter wandern. Dann von Laura Lichtblau. Sund. Ein Buch aus dem CH Beck Verlag. Am Sund angekommen. Ja, leider spricht mich der Klappentext nicht so richtig an, darf also weiter. Dotterland spricht mich vom Cover schon gleich gar nicht an. Was haben wir hier? Das Enigma der Fantasie. Ethnomagie. Ayakuna. Träume der Seele. Boah, das klingt ja super spannend. Indem du dieses Buch liest, unterstützt du den wilden Widerstand der Mutter Erde. Ja, das kann man nur hoffen. Das ist aber dann doch ein Buch. Und dann ist das so ein bisschen Traumdeutung? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das klingt auf jeden Fall interessant. Die Ängste, mit denen wir uns nicht konfrontieren, verwandeln sich in mächtige Dämonen. Ja, das ist definitiv so. Träume der Seele. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ethnomagie. Ich glaube, damit werde ich mich mal beschäftigen. Also das ist auf jeden Fall mal ein Vielleicht. Und dann geht es mit Mangas weiter und auch allerhand Leseproben. Hier haben wir eine Manga Review und zwar scheint die doppelt drin zu sein. Und zwar, eine Preview, Manga Preview. Leseproben zu allen neuen Mangas. Das finde ich auf jeden Fall cool. Da wird ein Exemplar bei mir bleiben, weil ich glaube, das ist wirklich zweimal dasselbe. Richtig. Dann haben wir hier auch noch so ein paar Leseproben enthalten. Auch wirklich ein paar, ja, tatsächlich, womit man wirklich viel anfangen kann. Wo man sagt, da kriegt man wirklich ein gutes Gefühl. Oh, Prison Healer, große Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen. Auch Gier von Mark Ellsberg war richtig gut. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen umschauen. Ah, hier, das Buch hatte ich, glaube ich, mal auf dem Wunschzettel, wenn sie wüsste. Ist ja auch so ein bisschen ein Thriller. Ich glaube, das schaue ich mir dann einfach noch mal ein bisschen ja, in Ruhe sozusagen an. Ja, bevor ich es hier an die Seite packe. Oh mein Gott, es geht hier weiter mit Kräuterliesels würzige Kräuter. Das ist natürlich spannend. So ein bisschen Kräuter kann man immer gebrauchen. Himbeerblätter,
Fenchel, ach doch, Tee. Tee, aber Himbeertee, ich glaube, Himbeertee mochte ich nicht so. Deswegen darf der weiterziehen. Und jetzt kommen wir zu den dicken Paketen. Das heißt, da müssten jetzt allerhand Bücher enthalten sein. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich sehe hier schon einen wunderschönen Buchschnitt. Laura Labers Bronwick Hall Dornengift. Es sieht schon cool aus und auch der Farbschnitt richtig schön. Von Laura Labers hatte ich früher, als ich noch Self-Publisherin war, mal eine Reihe gelesen. Die hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Das war eine fünfteilige Reihe, irgendwas mit so Runen auf dem Cover. Herzergreifende Romantik, eine Strudel aus Intrigen und magische Kämpfe an einer elitären Universität. Wir haben hier eine 21-jährige Protagonistin. Das könnte vom Alter eigentlich ganz gut sein. Ich würde das mal tatsächlich auf den Vielleicht-Stapel legen. Da möchte ich mir auf jeden Fall ein bisschen was noch durchlesen. Dann Inselwahn, ein Krimi, eher nichts für mich. Und auch das kleine Inselhotel, eher nicht so mein Büchergenre. Das war es aber noch nie mit den Büchern. Das geht hier echt noch irre weiter. Ich muss ja meine Katze ein bisschen vor diesen weißen Dingern schützen, weil der findet das tatsächlich ganz spannend. Die Raben. Dann fressen sie die Raben. Beatrix Guerian. Das habe ich noch nie gesehen und gehört. Ist das ein älteres Buch? Ja, okay. Das Böse hat seine guten Seiten. Ein Arena-Thriller. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Bin jetzt aber auch nicht mehr so die Thriller-Leserin. Dann kommt ein Buch zu mir zurück. Das darf an die Seite. Und dann, oh, Windstärke 17. Also tatsächlich hatte ich das Buch schon einige Male in Händen. Das ist ja letztes Jahr, ne, von Caroline Wahl, glaube ich, erschienen. Und es finden so viele das Buch so gut. Ich glaube, mich hat es abgeschreckt. Da ging es nämlich um Trauer, genau, von einer Tochter, die ihre Mutter nicht mehr retten konnte. Und ich habe da so meine Befürchtungen, ja, dass es auch in mir ganz viel aufmacht. Aber jetzt ist es natürlich hier, ne? Es landet mal auf dem Vielleicht-Stapel. Und dann Gypsy King von Daphne Perry. Schon leider ein Cover, was mich nicht anspricht. Dementsprechend ja, dürfen die beiden Bücher mit ihren ganzen weißen Knipseln. Leute, ihr seid echt irre. Das ist so cool verpackt. Also wenn ihr das Paket hier vor mir sehen könntet, ich habe leider keine zweite Kamera, um euch eine Innenaufnahme zu machen. Aber das haben die Mädels wirklich toll gemacht. Und ich glaube auch wirklich gerade, Anka, du hast ja jetzt doch auch eine ganze Menge raus. Also wirklich großes Einpack-Kino, wenn man das so sagen kann. Oh mein Gott. Ja, finde ich richtig cool. So, es ist aber immer noch nicht vorbei. Es kommt hier, und den habe ich auch bei Anka schon gesehen, es kommt hier ein Schal, wenn ich mich recht erinnere. Ein Schal, den ich tatsächlich super spannend gefunden hätte, weil er so ein bisschen ein weihnachtliches Motiv hat. Ich wollte nur so ein bisschen wissen, aus was der gemacht ist. Aus 100% Polyester. Naja, das wäre doch auf jeden Fall was. Ich habe es ja nicht so mit Wolle. Und ich fand ihn so süß, weil der hat Pinguine und ich liebe Pinguine. Und also ich sehe mich ja damit, ne? Ich glaube, der darf da bleiben. Ja, ich finde ihn echt süß. Ich finde ihn so süß. Und gerade wenn dann so ein Pinguin vielleicht noch so aus der Jacke rausschaut, ne, einmal rumgewickelt und nicht, und der Pinguin, das ruft förmlich, Steffi. Also das, ja, wie auch immer das reingelegt hat, vielen, vielen, vielen Dank. Und dann sind wir immer noch nicht am Ende angekommen. Es kommt immer noch ein Paket, ein Beutel. Ugh. Okay, was haben wir hier? Ah, okay, ein Papierglück. Oh mein Gott. Leute, seid ihr irre. 26 Blatt Motivpapier. Auch noch so mit Disney. Oh, das ist natürlich cool. Aber das ist mir tatsächlich fast schon zu viel des Guten. Also 26 Blatt. Dafür, dass ich dann doch nicht so viel bastle. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Wer viele Karten bastelt, hat da bestimmt auch seinen Spaß dran. Und das war's nun, das Needful Things Paket. Ich werde jetzt ein bisschen Ordnung schaffen, werde mal in die Bücher kurz reinlesen, mich dann entscheiden und euch dann zeigen, was bei mir bleiben darf, und muss hier aber grundsätzlich erstmal so ein bisschen Raum schaffen, weil ich komme mir tatsächlich gerade sehr eingeengt vor. Also ja, dieses Riesenpaket hier zwischen uns, das werden wir jetzt mal ein bisschen verändern, und für euch geht's ja gleich weiter.
Und da wurde es früher dunkel als erwartet und dementsprechend seht ihr mich jetzt mit etwas Kunstlicht, aber ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Ja, ich habe mich ein bisschen durch meine vielleicht Sachen gewühlt und es ist doch einiges, was da bleiben darf. Also, ja, ich glaube, die Haikarte war uns allen klar. Ich muss hier auf jeden Fall einen schönen Platz finden, wo ich die verewigen werde. Da freue ich mich drüber. Dann die Manga Preview darf auf jeden Fall bleiben und auch der, die Leseprobe zum Ran an die graue Welt. Auch da habe ich mal kurz so ein bisschen reingeblättert und ich muss sagen, mir gefällt der Stil sehr gut und ich bin sehr gespannt, was mich in der Geschichte erwartet. Auch Ayakuna darf bei mir bleiben. Das klingt auf den ersten Seiten tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend und da bin ich super neugierig. Es darf auch das Buch von Laura Labas bleiben, auch wenn ich ja so zwei, drei kritische Rezensionen gesehen habe. Ich glaube, vielleicht bin ich tatsächlich nicht die Zielgruppe, aber mich spricht dieses Ganze mit dieser Universität doch sehr, sehr, sehr an und ich glaube, ich probiere es auf jeden Fall mal und wenn es nicht meins ist, findet sich bestimmt jemand im Umkreis oder in einem anderen Wanderpaket jemand, aber das möchte ich gerne probieren. Soweit zu den Büchern. Es darf Ginger Morning bei mir bleiben, der Frühling kommt bestimmt und ich liebe diesen Duft. Also ich bin ein großer Ingwer-Duft-Fan, zumindest was Duschgel und Ähnlichem angeht. Von daher freue ich mich drauf, das bei mir aufzufüllen. Es darf auch bleiben, das Cream-to-Oil-Peeling benutze ich eh. Von daher darf ich das auch weiter benutzen. Auch der Toiletten-Bad-Duft-Lufterfrischer darf bleiben. Ich finde ihn tatsächlich ganz angenehm und darf jetzt auch meine Toilette beduften. Es darf auch bleiben der Kokonat-Duft, da bin ich sehr gespannt, weil er ja einen Ayran-Geschmack hat. Bin ich super neugierig. Also das freut mich auszuprobieren. Es darf auch der vegane Reis-Moment bei mir bleiben und auch der Chai-Tee, weil Tee kann ich nie genug gebrauchen. Und vor allem Chai-Tee mag ich super gerne. Es dürfen die drei Stückchen von diesem Sensi-Duft bleiben, weil ich habe jetzt doch noch drei, vier Mal dran geschnuppert. Und ich finde, wenn dieser erste grüne Moment weg ist, ist das ein ganz toller Duft. Also ich bin sehr gespannt, wie der sich warm dann auch in der Lampe machen wird. Es darf bleiben die No Problema, das Schildchen sozusagen, freue ich mich sehr. Ich weiß auch schon, wo ich es hinhänge. Von daher, dafür habe ich einen Standort und da freue ich mich tierisch im wahrsten Sinne. Dann auch der Lip Liner darf bleiben, weil ich die Farbe echt schön finde. Weil ich finde auch, das ist so ein kühleres Rosa. Und ich glaube, dass das wirklich zum Umranden ganz cool sein kann. Und natürlich darf der Pinguinschal nicht fehlen. Ja, also ich wenn der nicht Steffi ruft, was dann? Ne? Also von daher freue ich mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Zwischen des Auspackens und dem Präsentieren ist dann auch noch der Karton zur Gänze auseinandergefallen. Also ich glaube, viel mehr hätte er jetzt auch nicht geschafft. Ach, die Katze hat sich einen Ball geklaut. Ne? Also es ist auch noch ein Katzenballi hier irgendwo mittlerweile. Vermutlich mittlerweile jetzt dann unter der Couch. Da darf ich jetzt dann wieder alles vorsuchen. Aber den möchte ich nicht unterschlagen. Ja, nein. Also Karton ist dementsprechend jetzt ersetzt. Ich hoffe, dass er diesmal alles gut behält. Aber ich habe das Paket ja doch auch ein bisschen erleichtert. Und ich hoffe, dass es jetzt für alle anderen nicht mehr ganz so schwer ist. Es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, ein Joker zu sein. Man hat irgendwie so das Bedürfnis, doch etwas hineinzulegen. Gerade auch für die Dinge, die ja zu einem zurückgekommen sind. Mal gucken, vielleicht. Naja, wir schauen mal. Aber eigentlich gibt es heute gar nichts zu zeigen, was ich einpacke. Dementsprechend erfreue ich mich wirklich sehr und bin total dankbar, in dieser Gruppe zu sein und so tolle Dinge heute hier rausnehmen zu dürfen, zu können. Und ich, was mich heute wirklich sehr froh macht, was bei so einem dunklen Wetter und Tag wirklich ein Lichtblick ist. Also ich bin wirklich sehr dankbar für diese tolle Runde und grüße alle Mädels. Schaut, wie gesagt, super gerne mal bei allen vorbei, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Natürlich auch in der Playlist, wenn ihr da ein bisschen verfolgen wollt, wo es als nächstes geht. Die nächste Station ist die liebe Susanne. Da seht ihr es nur auf Instagram und könnt aber da natürlich auch verfolgen, was das Paket, wie sich das verändert und seid da gerne mit dabei. Und ich bin super happy, super dankbar. Ich danke euch jetzt auch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet beim Unpacking auch ganz viel Spaß. Und schreibt mir gerne, wenn ihr was zu den Büchern zu erzählen habt. Freue ich mich auf
auf jeden Fall. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.